Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15. Oh, der neueste Stand ist folgender. Wir haben diese Woche noch nichts für dich geplant. Mann, ich dachte, der neueste Stand ist folgender. Jetzt gibt's hier was. Wer ist denn Ray Rich? Kenne ich auch nicht. Luke Harper kenne ich, aber Ray Rich sagt mir nichts. Naja. Ein weiterer Name auf unserer Liste. Ach doch, klar, gegen den haben wir schon... Der war doch auch bei NXT mit uns, oder? Bam! Ich glaube, den haben wir schon mehrmals platt gemacht. Klar, jetzt wo ich seine Schuhe sehe, die finde ich sehr prägnant. Die habe ich mir gemerkt. Halb Mann, halb Schuh, der Typ. Ja. So. Was hat er denn da? Achso, da sind einfach nur die Laschen unten drunter. Sind ein bisschen lose hier. Programmiert. Lange keinen Front Face Lock mehr gemacht. Wollte ich gar nicht. Ich habe überhaupt keine Richtung gedrückt. Steh mal auf. Huch, was war denn das? Ja, da wollte ich den Move nach rechts machen. Aber ehe der den Move macht, ist er so weit nach rechts gegangen, dass er dann außer Range war. Für den Move. Das. Ah, da ist wieder der Power Slam. Bam! Oh, da ist er schon gelb. So. Wollen wir gleich nochmal? Können wir gleich nochmal machen, oder? Wisst ihr, beim letzten Mal mit Rey Mysterio hat das nicht so toll geklappt. Mit dem... Moment, Chokeslam? Chokeslam. Mit dem Skullcrushing Big Boot. Der ist immer abgeprallt von dem Ringpfosten. Ist nicht da geblieben. So, ein Chokeslam, noch ein Chokeslam. Ich glaube, hinten rechts in der Hosentasche habe ich noch einen Chokeslam für dich. Nein, natürlich nicht. Wir haben nur noch einen Finisher. Nein, ich wollte ihn gar nicht in die Ecke. Dann whippen wir ihn in die Ecke noch. Ey, und jetzt hat er gekontert. Jetzt, wo ich dann gedacht habe, in die richtige Richtung noch zu drücken, damit er rausgewippt wird, da kontert er. Oh, das war... Hohoho. Da habe ich zu lange... Na gut, jetzt habe ich so langsam Mitleid, komm. Steh auf. Das ist die falsche Richtung. Kann ich mich noch bewegen? Nein, kann ich nicht. Sind wir bei den Teletubbies oder was? Oder beim Wrestling? Bam. Doppelbam! Ja. Gewonnen! Überraschung, Überraschung, Überraschung! Es wird immer leichter, kann das sein? Und ich habe keinen Punkt ver... Na doch, ein bisschen in Schwung habe ich Punkte, aber Schwung macht ja nicht mehr Damage. Und nicht besser kontern. Das macht ja nichts. Mann, Mann, Mann. Unglaubliches Match. Ja. Ein gutes Match. Schnauze, Vicky. Kommen die gleich hin. Elimination Chamber. Roman Reigns. Haben wir uns für Elimination Chamber angemeldet? Ich glaube nicht, ne? Naja. Gucken wir. Oh. Rollins. Die Hounds of Justice werden heute Abend aus gutem Grund dabei sein. Warum sagst du mir das? Aber heute ist doch SmackDown und nicht Elimination Chamber. Gegen Brock Lesnar? Willst du mich verarschen? Na, jetzt bin ich aber mal hochgradig gespannt. Also, wenn ihr das gerade so ein bisschen verfolgt, ist ja Brock Lesnar gerade so... Okay, Suplex City, ich komme. Der Erste. Gerade ein bisschen krass. Ne? Also, ich habe schon einen Suplex kassiert. Okay, aber nach der Seiteröffnung kann der nicht mehr viel, wa? So. Wir gucken mal. Ich bin... Interessant. Interessant. Sehr interessant. Bam! Also seit Brock Lesnar ja den Undertaker besiegt hat, bei WrestleMania für die Streak zum Brechen, ist er ja doch ein bisschen sehr, sehr krass jetzt geworden. Also wenn wir uns angucken, jetzt WrestleMania dieses Jahr, wie er mit Roman Reigns umgesprungen ist und der dann nur so mit so ein bisschen Glück
Und dann, falls ihr es noch nicht gesehen habt, will ich euch jetzt nicht spoilern, wie es ausgegangen ist. Aber Brock Lesnar, ne? Wenn wir den jetzt klar machen, dann ist natürlich alles klar. Dann sind wir der König der Könige, brauchen wir gar nicht mehr weiterspielen. Und schon gar keine Punkte mehr verteilen. Rums. Aber, oh gut. Ah, so richtig gut geht's ihm nicht mehr, aber er wehrt sich schon stabiler als so gewisse andere Leute jetzt. Oh, aber bei dem müssen wir eigentlich den Skycrushing Big Boot jetzt machen. Weil, ne? WrestleMania. Brock Lesnar und, huch. Da ging mein Chokeslam ins Leere. Ey. Und der Ringpfosten sind ja da besondere Freunde geworden. So. Jetzt gibt's einen Chokeslam, Brocky. Zack. Der ist fertig. Auf der Bereifung. Der ist durch. Raus mit dir. Ich komm mal mit. Fahr. So, vielleicht prallst du ja nicht die ganze Zeit so vom Ringpfosten ab hier. Wie gewisse kleinere Leute. Komm mal her. Aua. Schlägt er mich einfach. Oh, das war nicht die Richtung, in die ich ihn haben wollte. Mann, warum prallen die denn alle ab? Muss ich da irgendwas anderes machen noch? Verstehe ich nicht. Komisch. Ich kann die auch nicht mehr... Oder? Ah, jetzt kontert der mich genau bei... Muss ich mir dazu jetzt echt ein Tutorial im Internet angucken? Ja, wir gehen mal lieber da rein. Ah, jetzt hätte ich natürlich gerne den Finisher-Klau, weil den Brock Lesnar mal zu F5en ist natürlich keine schlechte Geschichte, ne? Steh auf. Ich sagte, steh auf. Da kommt er. Da kommt er. Wo bist du? Da bist du. Und nur ein Suplex. Von wegen Suplex City. Suplex Dorf vielleicht. Wenn überhaupt. Suplex einsames Haus an der Landstraße. Spacko, ey. So, wo ist denn Paul Heyman eigentlich? Müsste denn nicht auch da sein? Oh ja. Ding, ding, ding. Also. Ihr seht. Es ist ein neuer Stern geboren am Wrestling-Himmel. Und der heißt Finn. Weil, wenn ich das so sehe, wir haben den aktuellen Champion geschlagen, wir haben Brock Lesnar geschlagen. Viel ist nicht mehr übrig. Oh. The Shield. Nice. Okay, gut, The Shield gibt es jetzt auch schon länger nicht mehr, ne? Aber... Story, Alter. Deswegen hat er gesagt, dass die heute dabei sind. Ey. Den hätte ich voll aus der Luft gechokeslammt. Oh, jetzt. Jetzt. Ja, er sagt, who knows why they attacked him. Ich habe keine Ahnung, was ich denen getan habe. Tja, da muss ich wohl... Grinst mal hämisch, solange ihr noch könnt, meine Freunde. Ich habe gerade Brock Lesnar vernichtet. Das, Top-Foto von letzter Nacht. Supi. Supi, ganz toll. Gib gleich mal einen auf den Sack, meine Freunde. Das ist erst der Anfang. Der Gerechtigkeit wurde noch nicht genüge getan. Pass mal auf, ey. Was denn jetzt? Ich habe gar keine Auswahl gekriegt, nix. Okay. Kommt vielleicht wieder Story. Gar nicht so schlecht. Gerade letzte Folge meckere ich noch über die Story, ne? Und jetzt geht's hier voll ab. Voll gut. Hat er ein Pflaster auf dem Bauch?
Oder ist das Konfetti? Bestimmt Konfetti. Da bin ich! Genau, ich nehme. Ey! Der schöne Stuhl! Boah. Okay, das, dafür haben wir jetzt eine halbe Stunde Ladezeit gehabt. Für zwei Schläge mit dem Stuhl auf den Rücken? Hm? Von einem? Pff, kann man sich denn von einem so vertrimmen lassen? Weißt du, ich mache hier mit einer Hand auf dem Rücken, mache ich Brock Lesnar fertig und dann kommt hier ein so ein... Wer war das jetzt? Seth Rollins oder war das Dean Ambrose? Ich glaube, es war Seth Rollins, ne? Habe ich nicht so drauf geachtet. Pff, kommt hier mit dem Stuhl, haut mich zweimal und ich krümm mich hier. Das war meine Woche? Top-Foto von letzter, das war meine Woche, ja. Es war Dean Ambrose, glaube ich. Ja, Seth Rollins hätte hier auf der rechten... Jetzt zeige ich dann natürlich wieder hin mit dem Finger, seht ihr nicht. Auf der rechten Seite wäre der ja so blond gewesen. Bleib unten! Niemand will, dass du das Gesicht der WWE wirst. Das wäre eine Ungerechtigkeit, die bestraft werden müsste. Justin Gabriel? Warum? Sieht ein bisschen aus wie Joko von Joko und Klaas, ne? Kann auch an der Frisur liegen. Warum kämpfe ich denn jetzt gegen so einen Fritz? Ich habe gerade Brock Lesnar klar gemacht. The Shield hat irgendwas gegen mich und ich kämpfe hier gegen so einen Fritz, der aussieht wie ein deutscher Fernsehkomiker. Naja, gut. Machen wir da halt. Kostet ja nichts. So, ich würde mich gerne aber auch mal wehren können, ne? Hätte gerne die Chance. Also wenn die jetzt zu dritt auf mich eingeprügelt hätten, hätte ich wahrscheinlich eh nicht viel gekonnt, aber wenigstens so ein bisschen. Dass ich wenigstens einmal oder vielleicht hätte ich auch eine Powerbomb also oder irgendwas gekontert und hätte dann einen Finisher bekommen. Und hätte einen von den drei Jungs gechokeslammt oder so. Und dann den anderen gefinishert und dann... Kacknoob. Seht ihr, was soll ich denn mit dem hier im Ring? Der hat mit mir hier nichts verloren. Warum bin ich eigentlich immer noch bei SmackDown? Ich gehöre nach Raw. Nach WrestleMania gehöre ich. So. Ein bisschen was fürs Publikum auch noch. So. Ui, Big Boot. All kinds of disoriented now. So, Kniechen in die Rippen. Scoop-Slam haben wir noch nicht gemacht, ne? Machen wir einen. So, 91,7%. Gleich haben wir's. Autschi. Autschi Reversal, Mann. Oh Gott. Du arme Kerlchen. Das ist mir ein bisschen leid. Jetzt wollte er mich anspringen hier. Ja, das ist falsch rum. Autsch. Oh. Der ging ins Leere. So, kannst du jetzt mal hier... Ah, das war die falsche Richtung. Naja, gut. Müssen wir halt nochmal hier so machen. So. Ich hätte dich gerne jetzt in der Ecke, mein Freund. In dieser zum Beispiel. Das ist doch schon wieder falsch rum. Kann ich aber rumdrehen. So nämlich. Hätte ich mal eben schon dran denken sollen. Bisschen aufdrehen. Weet, 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 weet. So, da ist sein Körper schon rot. Auf zu zappeln. Stirb. Stirb wie ein Mann. Oder wie ein Clown. Sind wir nicht bei SmackDown Halligalli? Oh, der hat gekontert. Der hat meinen Finisher gekontert. Der ist fast tot und kontert meinen Finisher. Jetzt hätte er noch pinnen müssen, ne? Und am besten gewinnen. Huch. Oh, guck mal, der hat schon 82. Ach so, ja klar. Der hat von dem Konter jetzt so viel Prozente gekriegt. Ich habe mich gerade gewundert. Ist doch voll gut, der hat 82%. Glaube nicht, dass du das möchtest, Digga. Glaube nicht, dass du das möchtest. So. Spinebuster. Und Pin, komm. Oh, hat er geschafft. Respekt, kleiner Mann. Respekt. Respekt. Oh, wisst ihr, was man machen kann? Eine Powerbomb auf jeden Fall.
Mit Pin. Yes. Was? Die Hand war schon längst unten. Die war sowas von auf 3, ne? Dann gibt's halt keine Gnade. Dann muss ich wohl noch einen Chokeslam raushauen hier. Mein kleiner Freund. Ja. Oh. Wo bist du? Wo willst du hin? Was ist hier los? Ja. Ich glaube, du bist tot. Da liegt er. Aber zur Strafe gibt es noch einen Finisher. Hoffentlich, wenn er den jetzt nochmal kontert, ne? Dann weine ich aber. Oh, das sieht aber... Ne, diesmal nicht. So. What? Bam. Na, erwischt. Haben wir es doch noch geschafft. Hattest du da schon Angst? Ich auch nicht. Jo. Ach Mist, das war ein schöner Spinebuster, den hätte ich gern gesehen. Schade, schade, schade. Up and down. Okay, warum siehst du so komisch aus? Was machst du für ein komisches Gesicht, Junge? Das habe ich dir nicht beigebracht. Ha, also diese... Jetzt kommt doch bestimmt... Siehst du, wusste ich. Roman Reigns. Da musste was passieren. Aha. Was haben die denn gegen mich? Was haben die denn gegen mich? Gar nichts getan. Top-Foto ist wieder, wie ich gespeert werde, anstatt wie ich hier alles klar mache. Naja. So, ich glaube, wir brauchen ganz dringend, brauchen wir den Double-Finisher für die Zukunft. So. Dann können wir noch ein bisschen... Wow, haben noch ein paar Punkte übrig. Können wir endlich mal unseren Schwung voll machen. Kann ja keiner mit ansehen, die 89 hier. Was haben wir hier noch? Kraft zum Mischen, Offensive. Kraft zum Mischen, Verteidigung. Bauen wir noch ein bisschen. Ja, kommen wir mal hier noch. Klatschen wir einfach voll die Punkte. War was haben. War was können. Guck mal, sind wir auf 91. Jetzt sind wir schon ein Tier. Jetzt sind wir schon ein Tier. Nächster Event. Ab geht dem. Du lernst es einfach nicht, was? Mal sehen, ob du das auch in einem echten Match hinbekommst. Ist das alles, was ihr drauf habt? Eure Schläge können mir nichts anhaben. Ich möchte, ist das alles, was ihr drauf habt, machen. Wenn ich jetzt aus dem Kopf wüsste, welcher Knopf B ist. Ich glaube, es ist das hier. Nein. Also Y ist Dreieck. Und X ist aber, glaube ich, A. Deswegen muss B dann Kreis sein, weil Quadrat war es nicht. Also gut, dann weißt du ja, wie das diese Woche laufen wird. Oh je. Heute Abend, El Hondero. Krieg wieder aufs Maul von The Shield hinterher. Bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Ah. Okay. Vorneweg schon. Was ist hier los? Achso. Dann ist ja gut. Dean Ambrose, du kleine Wurst. Cool. Vernichtung! Hallo! Den kann ich eh nicht leiden. Den kann ich... Ich mag den irgendwie nicht. Also, ich... Ja gut, ich muss aber gestehen, ich mag den auf eine Art nicht. Auf die man halt Leute nicht mag, die man nicht mögen soll. Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ah, ne, ich kann mit dem einfach nicht so viel anfangen auch. Also, Seth Rollins ist ja noch irgendwie cool. Und Roman Reigns hat sowieso gewonnen bei mir. Weil er ein cooler... Samoana ist, mit einem geilen Moveset. Aber ihn check hier, kann ich nicht so viel abgewinnen. Ach, seht ihr, ich wollte mir noch Roman Reigns Moveset kaufen. Stimmt, das können wir auch mal machen. So, wo wir bei SmackDown sind, haben wir genug Kohle für sowas. So, Dean Ambrose. Ich würde sehr, sehr gerne den Skull Crushing Big Boot machen. Wir machen Table Finisher, Leute. Weil er es verdient hat. Oh ja. Der arme El Hondero. Hätte bestimmt gerne mit mir gekämpft. Obwohl, wenn er sich das hier anguckt, hätte er wahrscheinlich nie mehr gerne mit mir gekämpft. Denkt er sich, Mensch, gut, dass der mich vorher ausgenockt hat. Da hätte ich mir wahrscheinlich was gebrochen in dem Kampf. Weil ich einfach krass bin. Oh yeah, apropos krass. Krass. Oh, krass gekontert. Penner.
Oh, ist ohne Auszählen. Cool. Können wir erst recht Dings machen. Ah ne, doch, er zählt jetzt doch. Schade. Na egal. Für Ambrosius reicht's. So. Gibt's nochmal eine Powerbomb hier. Bam! Hohohoho. Schön draußen auf die Matten. Zack. Ich geh mal wieder rein, ne? Stehst du auf? Kommst du nochmal rein oder lässt du dich jetzt auszählen? Ne, lässt sich nicht auszählen. Gut. Big Boot. Ja. Gehen wir wieder raus. Oh, noch drauf springen? Oh, supi. Das war cool. Steh mal auf. Nimm mal einen Chokeslam. Bam. Hohoho. Ja. Ich hab doch den Table Finisher gekauft, oder nicht? Komisch. Na gut, gehen wir wieder rein. Komisch. Hab ich schon komisch gesagt? Zack! Und direkt hinten drauf gefinishert. Bam! 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 Powerpin. GG. Dean Ambrose. Komisch, wenn ihr nicht zu dritt seid und mich von hinten mit dem Stuhl attackiert. Ding, ding, ding. Dann ist ganz schnell vorbei, ne? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Haben wir wohl gewonnen, habe ich gehört. Das war knapp. Ach nee, war es gar nicht. Ich hätte mir gerade so auf. So, jetzt gibt's hier weiter. Also, bei irgendwelchen Matches werde ich hinterher angegriffen. Und als ich ihren Kumpel fertig mache, lassen sie es mir einfach so durchgehen. Komischer Verein. So. Oh, du glaubst, das war witzig? Tja, dann wirst du bei der PPV gegen einen von uns antreten. Wir sehen uns dort. Hounds of Justice. Top-Foto von letzter Nacht. Wie Top-Foto? Wie er auf mich zukommt, mit dem Finger auf mich zeigt und dann aufs Maul kriegt. Naja. Wir müssen nochmal gucken hier. Anpassen? Nee, anpassen war falsch. Verbessern. Talente. Durch den Tisch. Lass deinen Gegner mit einem Finisher durch den Ansagertisch krachen. Drücke Y, also Dreieck, sobald die Anzeige erscheint, wenn dein Gegner betäubt am Ansagertisch lehnt. Dieses Talent setzt einen Finisher mindestens 50% des Ausdauerbalkens voraus. Das hätte jetzt klappen müssen, Leute. Der hat da gelehnt. Ich hatte einen Finisher. Kaufen, Training mit... Wo wir gerade ein bisschen angefeindet mit dem sind, kaufen wir uns Training mit Roman Reigns. Nein, ich bin ein Trottel. Oh, jetzt habe ich das Moveset direkt ausgerüstet. Ihr wisst, was das heißt. Also passt jetzt sowieso, aber ich muss jetzt ans Moveset nochmal ran. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play WWE 2K15. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.